Und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. In der letzten Folge haben wir uns wieder durch Massen von Ratten durchkämpfen müssen. Und jetzt sollen wir ein Tor öffnen. Ich sehe übrigens gerade, da hinten sind auch überall noch kleinere Türen. Kann man da noch irgendwas erkunden? Hier ist ein Hebel. Da kommt etwas aus der Wand. Das ist wohl eine Bremse. Um die Riegel zu fixieren. Ich kann die Riegel ganz rausziehen und dann fixieren wir sie mit dem anderen Hebel. Sag mir, wenn du bereit bist. Okay. Ist das dann der hier? Ich brauche Hilfe, Sophia. So gut wie erledigt. Der hier öffnet die oberen und unteren Riegel. Das Ding, das aus dem Boden gekommen ist, ist das eine Kurbel? Denke schon. Tja, und jetzt? Ach so, da muss sie das fixieren? Lass es bleiben. Gerne doch. Nee, das geht dann wieder zurück. Das hält nicht. Natürlich. Das gleiche hätten wir da theoretisch auch. Ist die Frage. Ich schau mal eben hier hinten. Ich habe hier hinten ja noch irgendwie Tore oder Durchgänge noch gesehen. Das hier ist komplett verschlossen. Ein Karren. Was macht der denn hier? Sophia, kannst du das übernehmen? Wird erledigt. Okay. Da ist eine Stange angebracht. Die muss einen Nutzen haben. Naja, irgendeinen Nutzen wird die garantiert haben. Aber ich und Rätsel hier drin. Mal schauen, ob ich das rausfinde. Du kannst... Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst übrigens aufhören. Den holen wir erstmal raus. Dann... Können wir den mit dem Bolzen da eventuell... verbinden, da müssen wir mal gucken. So, erstmal gucken. Hier hinten ist nichts mehr, ne? Hier ist nur noch diese Bremse. Okay. Da ist die Tür. Wie viele Leute waren wohl nötig, um dieses Tor zu bedienen? Ich muss wieder dorthin. Aber die ist natürlich zu. Was auch sonst? Was ist mit der hier? Die ist auch zu. Okay. Wir bekommen Alkohol und Schwefel. Kann einen Hebel unten zu halten? Ja, das ist jetzt die Frage. Das würde ich gerne ausprobieren. Die Frage ist nur, reicht das, wenn wir beide Hebel gleichzeitig machen? Weil das sind ja eigentlich vier Dinger. Kann ich den jetzt nicht mehr schieben? Ach so. Okay, treffen kann ich damit aber auch nicht. Ich muss dieses Gitter eigentlich loswerden. Ich verstehe nicht, warum ich den Wagen jetzt nicht mehr bewegen kann. Oder funktioniert das tatsächlich nur... Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mache, kann ich das dann noch zeigen? So ansagen, dass die das machen soll? Nee, ich kann mich hier nicht bewegen. Das heißt, die muss auf jeden Fall den Teil machen. Sophia, ist auf dich Verlass? Alles klar. Wie ist auf dich Verlass? Das hat sie ja öfter gezeigt, oder? Ach, das Tor geht dann automatisch auf. Ah, okay, das wusste ich jetzt nicht. Also. Wir müssen die Riegel an beiden Seiten fixieren. Es klappt. Ein Riegel erledigt. Jetzt die anderen. Okay. Ja, das Problem ist nur, die andere Seite können wir jetzt gar nicht fixieren. Ach, du darfst gerne mal aufhören hier. Hallo? Lass es sein. Gerne doch.
Das muss dann gleichzeitig gedreht werden, nehme ich mal an. Okay, aber wie soll ich das dann fixieren? Ich habe hier doch keinen Wagen mehr. Die Tür geht ja nicht auf. Warum stehst du da so und guckst gegen die Wand? Willst du mal pinkeln oder was? Und da wir hier nicht durchkommen... Das ist natürlich gerade alles Mist. Hier sind wir, glaube ich, reingekommen. Moment, da liegt noch was. Stücke, sehr schön. Hier kommen wir auch nicht durch. Da auch wieder nicht, ne? Ja. Was ist das? Auch Stücke, sehr schön. Von hier aus kann ich das Ding auch nicht fixieren, ne? Nee, ich kann das nicht nochmal machen. Also bleibt eigentlich nur die Wahl. Was aber blöd ist, weil wir müssen ja beide da hinten hinlaufen. Ich probiere das mal aus, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Hilf mir bitte, Sophia. Wird erledigt. Geht gleichzeitig das hoch. Bleib mal eben da dran, Sophia. Ich guck mal eben, ob noch eine andere Tür vielleicht aufgegangen ist. Weil die hier links, die macht mir irgendwie... Ich hab's. Hugo, fixiere die Seite der Regel. Amicia, verwende den Wagen, um die andere Seite zu fixieren. Danach kümmern wir uns gemeinsam um die Kurbel. Kümmer dich drum, Hugo. Aha. Ah, cool. So müsste es gehen. Wir können loslassen. Die Bodenkurbel ist jetzt ganz raus. Versuchen wir's. Öffnen wir das Ding, Sophia. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ja. Es so geht's auch. Ja, wer hätte das gedacht? Oh, was riecht hier so? Das ist nicht gut. Na, können wir es zumachen? Nein, wir suchen Basilius. Du meine Güte. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Das geht. Nein, noch weiter. Runter. Wir können noch zurück, Amicia. Nein, nein. Wir gehen durch das Tor. Zusammen. Wir sind da. Wenn du umkehren möchtest, Sophia, dann jetzt. Gehen wir. Ich will zurück. Bitte, Hugo. Okay. Ich sehe hier leider gerade gar nichts. Oh. Was atmen wir hier ein? Ein Rattennest. Aber die Luft ist viel stickiger. Das ist schon sehr lange hier. Seit Basilius? Ja. Oh, ich fühle mich komisch. Dein Kopf? Ein Geräusch. Sei tapfer. Was ist das? Nicht gerade einladend. Sehen wir weiter. Ich mache jetzt hier nichts kaputt. Hat das was bewirkt? Definitiv. Macht euch bereit. Für alle Fälle. Eine Brücke. Dieser Ort ist eine verdammte unterirdische Festung. Gehen wir weiter. Ja, aber wie willst du jetzt zum Ende zu führen? Aber da fehlt ein Stück. Oh, ja. Seht hier, da geht es runter. Ein bisschen steil, aber... Stimmt. Das könnte klappen. Ich gehe vor. Sei vorsichtig. Amicia, nein! Lauf, Mädel, lauf! Scheiße, ich hab A gedrückt. Alles in Ordnung? Nichts gebrochen? Nein! Noch nicht. Ich bin nur ein bisschen mitgenommen. Das war wohl keine so gute Idee. Wie kommst du wieder zurück? Ich muss mich hier erstmal umsehen. Wartet auf mich!
Sei vorsichtig! Ja! Wie komme ich wieder zurück? Moment, diese Ketten, Gegengewichte, die heben die Brückenteile an. Das muss klappen. Hey, ich weiß nicht, was du getan hast, aber es hat geklappt. Die Ketten, sie halten die Brücke. Ja, Da fehlt noch ein Stück. Da hängt es. Alles klar. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Wir warten. Komm auf schon. Dich. Sie wird sich wehtun, Sophia. Sie schafft das. Sie ist das schlauste Mädchen, das ich kenne. Ernsthaft? Aber sie ist allein und die sind so viele. Du kennst sie. Sie hat das schon mal gemacht. Sie ist stur. Viel stur als du. Ja. Ich weiß, das ist alles beängstigend. Ich habe auch Angst. Aber wir sind doch trotzdem stark, oder? Du hast wirklich Angst? Ja. Aber sag's nicht weiter. Versprochen. Danke, Sophia. Ich hoffe, dass das klappt, was ich jetzt hier gerade... Ach so, Moment, dafür habe ich den Pfeil bekommen. Ah! Bringt mir aber trotzdem nicht allzu viel. Okay, dann machen wir das noch. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Boah, ich weiß jetzt schon, wir werden sterben. Oh. Ich habe extra schon das Zeug liegen gelassen. Oh, okay. Moment, da war gerade eine Truhe. Eieiei. Amicia, geht's dir gut? Sehr gut. Ich fühle mich eingekesselt. Werd nur nicht unachtsam. Na, nur ein bisschen. Okay. Ach, gut. Du bist in Sicherheit. Fürs Erste. Na, hab ich's nicht gesagt? Was haben wir denn hier? Okay. Ah, okay. Los geht's. Klasse. Hat es geklappt? Ja, jetzt können wir rüber. Jetzt musst du einen Weg zurückfinden. Mache ich, keine Sorge. Zurück? Ich Bitte, dachte, ich komme jetzt gleich hoch. Mach's mir nicht zu schwer. Die Sache hängt am seidenen Faden. Oh, ich darf nicht falsch liegen. Okay. Hoffe? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich springe jetzt hier nicht irgendwo. Natürlich! Das wird es alles wert sein, Hugo! Hoffentlich hast du recht. Das werde ich! Ganz sicher! Sie ist überzeugt, Junge. Vertrau ihr. Na los, Basilius, gib uns irgendwas. Er ist es wert, versprochen. Ich flehe dich an. Ja, aber ich hab's irgendwie immer noch im Gefühl, dass es so enden könnte wie im ersten Teil. Da haben sie ja auch gedacht, dass. Verdammt, das Ding! Hey, du steckst fest, oder? Ja! Ich komme mit dem Wagen nicht weiter! Geh um das Wrack herum! Wir haben was für dich! Komme! Da haben sie ja auch gedacht, das ist jetzt das. Ich weiß nicht mehr genau, wie es im ersten Teil war, aber der hat sich dann ja am Ende gegen die gestellt, der ja eigentlich ihre große Hoffnung war. Ich schätze, ich muss. Da jetzt noch mal was werfen. Hey, ich bin hier! Ah, alles in Ordnung? Mehr griechisches Feuer! Ich schick dir einen Tank, um das aus dem Weg zu räumen. Mit einem Seil, damit du ihn fangen kannst. Perfekt! Bleib schiebt zurück, den jetzt? So. Ab geht die Fahrt! Ich sehe ihn! Ich dachte, ich muss den jetzt da runterholen, aber okay. Ich hoffe, ich bin nicht zu nah dran. Hat es geklappt? Einwandfrei, danke. Ich gehe zurück zum Wagen. Ja, schnell. Hast geschafft.
Oh, ich habe aber nur noch eins von diesen Dingern übrig. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und weiter. Konzentrier dich. Finde Basilius. Schnapp dir, was du finden kannst und dann raus. Dann überlebt er. Tja, mal abwarten. Also ich denke schon, dass Hugo überleben wird. Im ersten Teil haben ja auch immer alle gesagt, der muss sterben und er hat überlebt. Aber ist alles noch so ein bisschen offen, was hier passiert oder nicht passiert. Kann ich jetzt auch nicht sehen. Ich bin schon groß. Ja, ich hatte keine Angst. Das kann ich bestätigen. Kann ich nicht nach links schieben? Das ist nicht gut. Ich habe jetzt leider auch nichts mehr... Kann sie mit runterkommen? Du bist hier. Hey, du bist hier. Schon gut. Alles gut. Lass es raus. Willst du eine Pause machen? Nein, gehen wir weiter. Ich bin jetzt hier. Los. Okay, sie kommen mit runter. Das ist sehr gut. Dann... Nein! Du sollst das brechen, damit ich da hinten hinkomme, du Arsch. Ich habe nämlich jetzt nichts mehr, was ich jetzt hier... Nö. Müssen wir doch wieder nach oben. Ich wollte mir die Sachen aus der Kiste noch klauen. Vor allen Dingen, wir kommen hier oben doch jetzt gar nicht weiter, oder? Ich habe Angst und bin traurig, Amicia. Ach so. Ich weiß, wir haben viel durchgemacht. Es ist, als wären es nicht meine Gedanken. Ist es Basilius' Stimme? Kann sein. Sie klingt tief. Ich habe Angst. Das heißt wohl, wir kommen näher. Das Ende der Brücke. Finden wir heraus, wo sie hinführt. So, entschuldigt bitte den kurzen Cut. Ich bin... Wie man vielleicht gerade bei mir hören kann, kurz unterwegs gewesen. Ich hatte nämlich einen Anruf von der Schule und hatte eigentlich gedacht, dass was passiert ist. Und, achso, da sind die hergekommen, genau. Ist aber nichts passiert, alles in Ordnung. Dieser Geruch, ich kann kaum atmen. Oh, es ist falsch, so falsch. Was ist los? Sie ist hier, Amicia. Ich will nicht. Aber wir müssen, wir müssen. Oh, sieht böse aus. Gott, es wirkt wie eine Kathedrale. Das wurde für ihn gebaut. Also, ist er hier unten? Ja, irgendwo im Herzen dieses Ortes. So stelle ich mir die letzte Schwelle vor. Elia konnte ihn nicht retten und das ist das Ergebnis. Aber was ist passiert? Was ist mit ihm geschehen? Ich will's nicht wissen. Musst du aber... Er hat dich hergeführt. Das ist dein Erbe. Ich will kein Erbe. Ich will normal sein. Was zur Hölle ist das bitte? Boah, sag mir nicht, da brechen gleich noch die Ratten durch. Hugo, bevor alles normal werden kann, musst du erst überleben. Das sagst du so, aber ich vernichte alles. Aber doch nicht mit Absicht. Du bist ein Kind. In der Roten Stadt gab es auch Kinder. Es ist schwer, Hugo. Wir kennen uns nicht gut, aber ich weiß, dass du eine zweite Chance verdienst. Selbst wenn wir durch die Hölle gehen müssen. Ja. Mein Kopf. Sie wird lauter. Ich will ihn aus meinem Kopf. Wir sind gleich da. Da unten könnte deine Rettung sein, Hugo. Wozu? Das ist ja endlos lange hier. Wenn ich immer alles ruiniere. Hör auf. Du musst mir vertrauen. Das hört sich hier überhaupt nicht gut an. Ich kann nicht. Amicia. Sophia. Schätzchen, bitte, ich weiß. Nein, weißt du nicht. Warum tust du das? Amicia. Komm, ich trage dich. Wir machen das zusammen. Das ist zu viel. Tut mir leid, dass du das durchmachen musst.
Da schämt sie sich. Ich helfe dir. Ich will Ruhe. Die bekommst du. Aber erstmal musst du leben. Ich brauche dich. Ich fürchte mich vor mir selbst. Du wirst leben. Wir kämpfen. Wir halten durch. Sag jetzt nicht, wir schaffen das. Komm schon. Komm. Ist das der Träger? Er wurde eingesperrt. Aber wieso? Sie hatten Angst vor ihm, vor seiner Macht. Und deswegen haben sie all das gebaut. Einfach nur aus Furcht. Sie haben ein Kind getötet. Er entfesselte die Ratten. Sie brachen durch ihre Mauern. Keiner konnte sie aufhalten. Hier begann sie. Was? Die justinianische Pest. Er war traurig. So traurig und wütend. Deshalb hat uns die Makula hergebracht. Es muss hier etwas geben. Eine Schriftrolle. Eine Fiole. Irgendetwas. Hier ist gar nichts. Elia, sie versagte. Amicia. Sie hat versagt, Sophia. Ich weiß. Ungerecht! Denn wenn ich sterbe... Du stirbst nicht. Werde ich sie auch alle töten. Nein, Hugo. Ihm war nicht bestimmt zu sterben. Aber sie nahmen ihm die geliebte Beschützerin. Er verlor die Hoffnung. Also gab er der Makula nach und verdammte sie alle. Ja, und zwar zu Recht. Nein, wenn ein Wort von ihr ihn erreicht hätte. Wie weniger allein er doch gewesen wäre. Er hätte weitergelebt und Millionen verschont. Verstehst du? Du wirst nicht sterben. Und ich bin für dich da. Ich sorge für dein gutes Leben. Ein Leben ohne Kämpfen. Möchtest du das? Finden wir ein Zuhause. Die sind da wohl anderer Meinung. Was ist los? Los, weg hier. Nein, nicht wieder laufen. Schnell, schnell! Lauft! Nach rechts! Sie wollen nicht, dass ich gehe. Das können Sie vergessen. Spart euren Atem. Bleibt bei mir. Genau. Sag mir, wohin. Oh, nein! Hoch, hoch, hoch! Sophia! Links von dir! Die kaputte Tür! Ja, das ist gut, danke, dass du es sagst! Nach oben, es nach oben! Einstürzen. Sie sind so wütend! Einfach ignorieren! Nein! Oh Gott, sie lassen nicht nach! Alles stürzt ein! Wo ist die? Wir können es schaffen! Ja, wir versuchen es! Oh fuck, wo ist sie? Dein Ernst? Ich bin durchgehend gelaufen. Willst du mich jetzt verarschen? Einstürzen! Sie sind so wütend. Einfach ignorieren! Oh Gott, sie lassen mich nach! Ich bin einmal an der Tür da. Alles stürzt ein! Wir können es schaffen! Ja, wir versuchen es! Ach so, ich muss nicht alles von vorne machen. Das ist gut. Gut, dass sie mich gerade nach rechts gedreht hat. Ich wollte jetzt links hoch, weil sie gesagt hat, wo ist hoch. Geht weg! Lasst uns! Beachte sie nicht, Hugo! Atme und lauf! Wo ist Sophia? Sophia! Ich bin hier! Sie ist irgendwo links. Weiter! Nein!
Nein, kein Perspektivenwechsel, bitte nicht, das kann ich nicht. Es sind so viele. Kommt, kommt. Oh, leck mich. Meine Beine. Nicht stehen bleiben. Ja, ja, endlich. Ich glaube, sie stimmt ein. Amicia. Hallo? Ich bin sofort losgelaufen. Bei dem anderen, okay. Da habe ich jetzt kurz, ne, war ich an der Tür. Aber hier bin ich sofort losgelaufen. Das war jetzt wohl Verarsche pur gerade. Ich kann doch nicht springen oder so. Ich glaube, sie stimmt ein. Amicia! Lauf weiter, sie nicht nach hinten! Bleib sicher! Fahr zur Hölle! Ja, aber ich muss nach hinten schauen. Das ist ja die Scheiße. Ich helf dir hoch, na los! Diese Mistviecher geben nicht nach rechts! Ich sehe Licht! Hier! Da geht's raus! Okay. Ach, nein! Die doch! Hoffentlich stecken die da drin fest. Hier sind wir sicher. Ist jemand verletzt? Hugo? Das war grauenvoll. Ja, die Makula hat dich hineingelockt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Die Makula hat ja wirklich ein Händchen für Kinder. Sie haben ihn angekettet. Ja, aber das Wichtigste ist, dass du überleben wirst. Nein, das ist aber nicht das Wichtigste. Es macht mir Angst, dass die Menschen so böse sind und dass sie mich zu diesen Dingen zwingen. Du hast recht. Hör zu. Es wird immer Menschen geben, die Furchtbares tun. So ist die Welt leider. Aber vertraue in das Gute in dir und in das Gute in anderen. Hab Vertrauen in jene, die wollen, dass du glücklich bist. Freunde. Wie mich? Freunde geben dir ein gutes Gefühl, oder? Ich verstehe, dass du zweifelst, aber vertrau mir. Vertraue uns. Ich vertraue euch. Wir finden für uns ein Zuhause. Verlassen wir diese Insel. Unser Boot wartet. Und auf dem Weg dorthin ein Rattenmeer. Kein Problem für uns. Alles wird anders werden.